Und Covid, ja, ich erlebe jetzt in meinem persönlichen Umfeld, immer mehr Leute haben dieses Covid um mich herum. Wie Bombeneinschläge werden die Leute krank, mich hat es bis jetzt noch nicht erwischt. Mit Covid, ich bin ja geimpft und geboostert und alles, und auch das habe ich überlebt, obwohl es ja auch Leute gibt, die sagen, irgendwie bei mir läuft jetzt dann der Zeiger, der Ticker. Wir werden sehen, ich hoffe es nicht. Ich möchte diese Sendung noch möglichst lange machen, aber auch kleine Kinder, ich möchte die beim Aufwachsen miterleben, auf jeden Fall. Aber wissen Sie, was ich interessant finde? Diese Impfungen, ich glaube, die bringen gar nichts. Man erzählt uns zwar, die bringen sehr, sehr viel, und ich habe das Ihnen auch schon erzählt hier in dieser Sendung, dass diese Impfungen sehr, sehr viel bringen, aber ich habe mich letztes Mal gefragt, auf der Grundlage von welcher Erkenntnis und von welchen Daten sage ich das überhaupt? Behaupte ich das einfach? Und ich gebe hier meinen Kritikern recht, die gesagt haben, Köppel ist da viel zu unkritisch gegenüber diesen Impfungen, was er da behauptet. Da haben Sie recht, ich habe da unkritisch einfach nachgeplappert, was ich irgendwo gelesen und gehört habe. Gut, ich sage auch sehr renommierte Mediziner, die ich respektiere, die viel, viel mehr von der Materie verstehen als ich, die haben mir das erklärt und haben mir gesagt, wie das funktioniert und mit den Festungsmauern, und wenn so und so viele Soldaten kommen und so viele Viren, dann schwappen die über die Festungsmauer, und wenn du gar keine Mauer hast, dann trifft dich das Ganze noch viel härter. Das wissen wir natürlich nicht, das ist immer das Problem, du weißt ja nicht, wie das herausgekommen wäre, wenn einer nicht geimpft wäre. Aber ich beobachte jetzt, dass Geimpfte, Ungeimpfte, Geboosterte, Nicht-Geboosterte, Genesene, alle erkranken wieder. Und alle ungefähr gleich schwer. Und deshalb stellt sich mir hier wirklich die Frage, um sie nicht schon gleich zu beantworten, bringen diese Impfungen irgendetwas? Außer, dass sie den Firmen, die diese Impfungen auf den Markt gebracht haben, Milliardengewinne in die Taschen gespült haben. Das würde man ihnen noch lieber gönnen, wenn das Ganze nicht mit einem staatlichen Zwangssystem verordnet worden wäre. Das sind ja Zwangsumsätze. Wir wurden ja verknurrt dazu, das Ganze zu machen. Und deshalb hier also das große, große Fragezeichen. Pierre in Vincent.